So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Bitpanda Portfolio Update. Und ja, es geht weiter bergab. Wie ihr es im Hintergrund schon sehen könnt, minus 6,47% in der letzten Woche. Das sind ganze 2600 Euro, die wir diese Woche im Minus sind. Wie immer starten wir mit dem Wochenrückblick. Danach schauen wir uns das Staking an. Die Early Bird Reward Phase ist nun vorbei. Was ist nun dabei rausgekommen und wie schauen jetzt die APRs aus? Dann schauen wir uns das neue Headquarter von Bitpanda in Wien an. Der Brutkasten, danke nochmal an den Brutkasten, hat da echt coole und viele Fotos gemacht, die wir uns heute zusammen anschauen können. Dann gab es noch ein spannendes Interview mit einem der CEOs von Bitpanda, nämlich mit dem Erik Demuth. Da werde ich auch einen kleinen Ausschnitt herzeigen und ein bisschen drüber quatschen. Dann gibt es wie immer die neuen Coins der Woche und die News zu Bitpanda. Bevor wir uns dann mit dem wichtigsten Thema auseinandersetzen, wo ich auch die meisten Fragen dazu bekommen habe: Was ist momentan los mit dem Markt? Die EZB erhöht den Leitzins, die Märkte fallen. Wie tief wird der BEST noch fallen? Wie tief wird es dann noch runtergehen? Soll man jetzt schon nachlegen? Das schauen wir uns dann ganz genau im Bitcoin BEST und Bantos Chart an. Also starten wir ins Video. So, und im Hintergrund könnt ihr schon mein Bitpanda Portfolio sehen. Wie immer mache ich euch die Gewinner dieser Woche etwas größer. Wir haben hier Metal, ein Ethereum Token mit über 40%, dann Ocean Protocol mit über 40%, dann Helium mit fast 50% und einen Stock Mirati Therapeutics mit über 50%. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sind das die mit den Affenpocken? Ich bin da nicht am Laufenden. Also wenn das die mit den Affenpocken sind, schreibt es mir unten in die Kommentare. Kommen wir zu unserem Portfolio. Das hat nicht so toll performt. Wir sind bei minus 6,49%. Letzte Woche waren wir noch bei 33.600 und irgendwas und jetzt tippen wir einfach nur noch weiter runter. Aber das schauen wir uns dann in den Charts alles genau an. Was hat sich so am Portfolio getan? Nicht viel, also der Amazon-Split ist durch. Wir haben unsere Staking-Rewards erhalten. Das Volumen haben wir ja schon letzte Woche hochgepusht. Das heißt, das müssen wir das Monat nicht mehr pushen. Fragt mich nicht, wieso ich hier zweimal irgendwas dazu bekomme, weil der Split war eigentlich schon und ich glaube, das war eine Nachbesserung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist hier zwar unter Reward eingetragen und hier unter Kapitalmaßnahme Dividende, aber es ist, glaube ich, keine Dividende. Ich glaube, die haben sich einfach nur beim Umstellen ein bisschen vertan. Dann haben wir unsere Staking Rewards wieder gestaked. Hier sehen wir die Liste von dieser Woche. Das sind jetzt die letzten Early Bird Staking Rewards. Ja, es sind jetzt ein paar mehr Coins dabei, weil wir in diesen Coins jeweils 10 Euro gestaked haben, nur damit wir danach nochmal diesen Test machen können, ob die APRs auch übereinstimmen mit dem, was Bitpanda angibt. Ja, hier haben wir einen besseren Überblick. Also wir sehen, wir haben jeweils 10 Euro in diese anderen Staking Coins investiert. Das Einzige, was im Plus ist, ist Tezos. Cardano kann sich so bei den 10 Euro halten und alles andere ist im Minus, am meisten Kusama. Insgesamt halten wir jetzt 108,6 Polkadot, 10.328 GLT, 4.110 Matic und 50.466 BEST. Momentan schichte ich jetzt noch nicht um, während die Preise so niedrig sind, sammle ich mal die Staking Rewards. Insgesamt haben wir jetzt eingenommen mit den Matic auf Bitpanda in der Early Bird Phase 41,88 €. Bei der Graph waren es 24 Euro und bei Polkadot waren es 15 Euro. Insgesamt haben wir mit den Early Bird Rewards 82,65 € einnehmen können. Natürlich gleicht es momentan nicht die Kursverluste aus. Aber wir sammeln momentan die Coins und sobald dann der nächste Bullrun wieder losgeht und die Preise wieder steigen, dann werden wir das Ganze wieder umschichten. Hier jetzt noch kurz mal im Überblick alle Coins und die APRs ohne Early Bird Rewards, also die normalen APRs, die wir jetzt bekommen. Und ja, ich finde, die schauen noch immer sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Und keine Sorge, da kommt auch dann noch der Test, ob wir auch die APRs bekommen, die Bitpanda angibt. Und dann können wir das Ganze auch in APYs umrechnen und mit anderen Börsen vergleichen, um dann einen besseren Überblick zu bekommen über die verschiedenen Staking-Angebote. So, das war jetzt alles vom Staking. Jetzt schauen wir uns das neue Headquarter von Bitpanda an. Ein paar Fakten noch zu dem neuen Office. Es sind 9000 Quadratmeter. Es gibt eine Cafeteria mit einem preisgekrönten Barista. Ein Videoproduktionsstudio. Vier Wohnräume, Bibliotheken,
4 Coworking-Bereiche mit einer Arbeitsbar, 6 Teeküchen, 26 Besprechungsräume, 32 Telefonkabinen, 480 flexible Arbeitsplätze mit Stehpulten, 300 lebende Pflanzen, 36 Panda-Statuen. Okay. Auf jeden Fall mit High-End-Security und 24/7 Wachdienst, wenn mal die Bestien auszucken, weil die wöchentlichen Rewards noch immer nicht da sind. Gut, kommen wir zu den Fotos. Das ist das erste Bild, das wir bekommen haben, ein cooles Graffiti. Ich glaube, das ist auch derselbe Künstler, der die Bilder in Wien gesprayt hat. Also der Stil kommt mir sehr ähnlich vor. Schaut auf jeden Fall sehr stylisch aus. Ich glaube, das ist der Notausgang. Ich bin mir da nicht sicher. Ich war ja nicht dort. Ja, ich kann euch eigentlich nur die Fotos zeigen und nicht wieder zu sagen, aber ich glaube, das soll eine der Panda-Statuen sein. Ja. Gut, im nächsten Bild haben wir wieder eine Panda-Statue, aber es sieht sehr gemütlich aus, muss man sagen. Gut, diese kleinen Hocker, ich hasse die, aber die Couch sieht sehr, sehr gemütlich aus. Das sieht irgendwie aus wie der Lobbybereich mit den Lampen, das gefällt mir sehr gut. Auch die Lichterketten hinten, die haben Stil, ein bisschen minimalistisch. Ah, hier sieht man den Rest von der Lobby, wieder eine Panda-Statue, die fallen einem ins Auge. Sind ein bisschen creepy, muss man sagen. Also schau dich die Panda-Statue nochmal genau an. Ein bisschen creepy, aber sonst eigentlich eine sehr nette Lobby. Also hier sieht man nochmal das Gesamtbild und ja, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. Ihr könnt mir ja eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, aber bisher, was wir gesehen haben, finde ich, schaut es echt top aus. Das scheint eine Bar zu sein. Ich finde, die schaut sehr cool aus, auch mit dem Pflanzenhund herum. Ah, das taugt mir. Hier sehen wir es aus einem anderen Blickwinkel. Und ich finde, das sieht sehr nice aus. Es hat auch ziemlich viel Platz. Gut, bei so vielen Mitarbeitern braucht man dann auch viel Platz in den Pausenräumen. Mit so einer kleinen Wohlfühlecke und den Pflanzen, ja, sieht alles sehr nett gestaltet aus. Ja, hier wieder ein bisschen Graffiti, ein bisschen Kunst an den Wänden. Ich finde, das kommt extrem gut. Auch das Tyson-Tattoo, also der Künstler hat es echt drauf. Es geht voll über die Tür noch drüber. Gut, das ist Geschmackssache. Ich mag es eher ein bisschen cleaner. Ich glaube, es ist derselbe Künstler. Es wäre so interessant, ob das derselbe Künstler ist, der auch die Graffitis in Wien gemacht hat. Aber es kommt mir so vor, einfach nur wegen der Katze auch, die wieder da ist. Und ja, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. Also der hat es echt drauf. Ja, hier noch ein weiteres. Und ja, man kann es nicht anders sagen. Der Künstler hat es einfach drauf. Ich finde, schaut sehr stylisch auch aus. Dann haben wir hier einen goldenen Creepy Panda und das Bitpanda Logo als Coin nochmal in golden. Ja gut, das gefällt mir jetzt am wenigsten von allen, die wir bisher gesehen haben. Aber es ist reine Geschmackssache. Sie sind jetzt nicht schlecht gemacht oder so. Aber rein das Motiv, da fand ich die anderen besser. Das komplett schwarz und gold ist ein bisschen fad. Da fehlt irgendwie so der Background. Ja, das hat auch was. Ich fände es sogar, glaube ich, geiler ohne den ganzen Geschmiere. Einfach nur die Figur, ein bisschen das Zerrissene, ein bisschen was in 3D, das finde ich hat immer am meisten Stil. Aber das ist nur mein Geschmack. Aber ich muss trotzdem sagen, der Künstler hat da einfach einen 1A-Job gemacht. Also der hat da echt nichts ausgelassen und sich da echt Mühe gegeben. Das sieht man auf jeden Fall. Jetzt bekommen wir einen intimen Einblick. Das scheinen die Frauentoiletten zu sein. Und im Pendant dazu haben wir es in Blau für die Herren. Sind sicher die Mitarbeitertoiletten. Interessant werden die Toiletten von den CEOs. Ja, die haben da sicher einen goldenen Bullen als Toilettenspülknopf. Nein, Spaß beiseite. Hier sieht man jetzt mal einen Konferenzraum. Auch einfach sehr schlicht gehalten, aber hat trotzdem Stil. Ein bisschen karg finde ich es irgendwie noch. Da hätte eine zweite Pflanze irgendwie noch reingepasst. Aber offene Konferenzräume finde ich auch sehr nett, muss ich sagen. Also da kann man die Türen schließen, wenn man mehr Privatsphäre braucht bei den Teams. Aber wenn keiner da ist, kann man es auch offen lassen und alles wirkt ein bisschen offener und weiter. Dann haben wir hier noch einen Besprechungsraum. Der ist etwas schöner gestaltet als der erste, den wir gesehen haben. Gefällt mir auf den ersten Blick auch gleich besser mit den Screens, wo man auch ein bisschen was herzeigen kann bei einer Präsentation. Ich glaube, das ist nochmal ein kleiner Pausenraum mit einer kleinen Bank hinten. Wie gesagt, ich war persönlich ja nicht dort. Das sind die Fotos vom Brutkasten. Ich schätze einfach nur anhand des Aussehens, was es ist. Hier haben wir jetzt nochmal eine andere Sicht mit dem Ausblick. Das ist sehr nett, finde ich, der Raum auch. Ja? Also hier kurz entspannen, sich mal hinsetzen, Kaffee trinken, kurz rausschauen, kurz durchatmen und dann wieder Vollgas geben. Hier wieder so ein kleiner abgetrennter, nicht ganz abgetrennter Bereich zum Sitzen und wahrscheinlich ein Besprechungszimmer dahinter. Aber ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr nett gestaltet aus. Ah, hier sehen wir das Ganze nochmal von der anderen Seite. Also so ein kleiner halboffener Bereich, wo man sich auch entspannen kann.
Finde ich es auch sehr nett gestaltet. Ich finde auch die Büros sind auch sehr nett gestaltet, die man im Hintergrund sieht, immer mit einer Couch. Das finde ich persönlich immer sehr angenehm. Die nächste Creepypanda-Figur erwacht anscheinend über die Arbeitsplätze. Ich habe mir ein Bild von dem Gang. Ich glaube, da geht es dann zu den Arbeitsräumen, die wir dann vorher gesehen haben. Auch sehr nett gestaltet, aber ziemlich simpel auch. Noch ein Konferenzraum und wieder eine Creepypanda-Statue, die die Arbeitsplätze überwacht. Ja, ein weiterer Gang, was ich interessant finde, es scheint anscheinend auch ein paar Lego-Fans bei Bitbanda zu geben. Hier nochmal den Konferenzraum aus der anderen Perspektive mit dem Ausblick. Ja, und hier ein Bild vom Verhörraum, das sieht jetzt harmlos aus, aber hier werden die Mitarbeiter immer reingebeten. Hier sitzt der Paul und der Erik und da machen sie einen so richtig nieder. Nein, Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung, es sieht nach einem kleinen Besprechungsraum aus. Ja, ja und es scheint mehrere so kleine gemütliche Ecken im Bitpanda Office zu geben, wo sich die Mitarbeiter einfach mal auf die Seite setzen können und was besprechen in Ruhe. Ja, eine Ecke gemütlicher als die andere. Ja, ich würde sagen, einfach eine entspannte Ecke. Ich bin zwar nicht so der Fan von diesen kleinen Hockern, aber das da sieht sehr gemütlich aus. Dann das stille Kämmerchen. Hier kann man telefonieren mit Glasschiebetür. Wirkt ein bisschen ungemütlich, vielleicht damit die Mitarbeiter nicht zu lange in diesen Telefonkabinen sitzen. Einmal in der Bergkulisse. Sieht ein bisschen beengend aus. Noch ein Konferenzraum, also sie haben echt viele Konferenzräume, muss man sagen. Hier wieder eine Creepy-Statue plus ein weiterer Essbereich. Wieder ein Bild von dem Pausenraum mit einem sehr nicen Panda. Also den finde ich cool, den würde ich mir selbst zu Hause auch hinhängen. Das scheint ein weiterer Pausenraum zu sein. Da merkt man mal, wie groß das Büro wirklich ist. Also wie viele Pausenräume, Konferenzräume etc. die dort haben. Noch ein Pausenraum. Ja, das sieht irgendwie so nach einem Barbereich aus, mit Lounge-Feeling ein bisschen. Und hier nun das letzte Bild, wieder ein Pausenraum. Und man sieht einfach, wie groß dieses Office ist, für wie viele Leute da Platz ist. Danke nochmal an den Brutkasten, dass ihr das mit uns teilt. Ich finde, so ein paar Einblicke hinter die Kulissen sind schon echt Gold wert. Ja, was sagt ihr zum neuen Bitpanda Headquarter? Ich finde, es ist auf jeden Fall sehr gelungen. Es sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus und es sollte auch genug Platz bieten für die ganzen Mitarbeiter und für zukünftiges Wachstum. Dann gab es noch ein sehr interessantes Interview mit dem Erik Demuth. Ich spiele euch jetzt eine kurze Szene aus dem Interview vor. Die ganze Kryptoindustrie ist eben immer wie so eine Achterbahnfahrt. Ja? Es sind immer so Intervalle, so wie Skifahren. Erst fahren wir mal hoch und dann geht es mal wieder runter. Dann fahren wir wieder hoch, wieder runter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass nach jedem Mal hoch und runter fahren wir einen höheren Berg erklimmen. Ja? Also das heißt, es wird immer größer, weil der Markt natürlich größer wird. Ja? Die Marketkapitalisierung wird größer. Aber als wir angefangen haben, war das noch ein ganz, ganz minimaler, kleiner Nischenmarkt. Das heißt, unsere Kunden waren am Anfang 1:1 Kopien von unseren Gründern. Ja? Also da war nicht diversifiziert, das war demografisch sehr, sehr, naja, eng. Und das ist aber mit der Zeit dann immer größer geworden. Wir haben dann halt doch, zum Beispiel 2017 haben wir dann einen ordentlichen Boom gehabt. Das war ja der erste richtig große Boom, wo das dann auch medial viel breiter gestreut war. Dann, danach ging es wieder runter. Dann jetzt im letzten Jahr war es natürlich wieder extrem. Ja, da hat man dann das ganze Jahr über nur zu tun, alles vernünftig am Laufen zu halten. Und jetzt hat man wieder diese Bauphase. Ja? Das heißt, in Zeiten, wo große Unsicherheit da ist, Inflation, geopolitisch, geht es erstmal am Anfang immer runter und zwar an allen Asset-Klassen, sämtlichen Asset-Klassen. Deswegen habe ich immer viel gelegt, naja, Bitcoin soll doch eigentlich oder Krypto soll doch eigentlich nicht zusammenhängen, sage ich mal, mit dem klassischen Finanzmarkt. Das ist ja, erstmal ist es nicht mehr ganz so wie früher, es ist aber dennoch der Fall. Nur, wenn so etwas passiert wie jetzt, dann gehen alle Asset-Klassen, insbesondere die, die volatil sind und besonders risikoreich sind, alle erstmal runter. Alle gehen erstmal raus, alle schauen, was passiert und dann haben wir diesen Status quo, wo es erstmal runtergeht und dann eine starke Seitwärtsbewegung. Und weil sich viele Leute fragen, wird Bitpanda den Kryptowinter überleben? Hier auch nochmal die Aussage vom CEO. Also wir sind ja eine Plattform, das heißt, wir sind ja so gesehen erstmal neutral, was es angeht. Das heißt, wir hedgen immer alles, wir bauen da keine großen Assets auf, dass wir eben, egal was da passiert, auch wenn es Black Swan Events gibt, dass wir quasi davon nicht betroffen sind. Das ist auch wichtig. Regulatorisch ist es auch erforderlich. Wir haben zum Beispiel auch nicht den Fall, dass egal was mit unserer Firma passiert, die Kundenwerte, ob das jetzt Bitcoin ist oder Aktien oder was, die sind einfach völlig separiert. Die sind bei Kasse die Banken hinterlegt. Also das ist erstmal unabhängig. Und
das Modell funktioniert eigentlich sehr gut, weil wir haben immer, das ist sehr saisonal, ja, man hat diese Phasen, wo es runtergeht und dann hat man nicht so viel Volumen und letztes Jahr war es einfach irre, komplett irre. Und wir haben einfach nicht wir sind einfach nicht in einem Geschäft tätig, wo man konstant hat. Wo man Konstante hat. Das heißt, wir sind es gewohnt und dementsprechend haben wir auch immer angefangen, große Cash-Reserven aufzubauen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ordentliche Cash-Bestände. Wir haben 1200 Mitarbeiter und müssen uns da keine Sorgen machen, weil wir wirklich sehr lange ausfinanziert sind. Wir sind seit 6 Jahren profitabel und dementsprechend habe ich da keine Sorgen. Ich sage immer, dieser sogenannte Winter ist für uns eigentlich eher so eine Art Bauzeit, wo man sich jetzt endlich mal wieder konzentrieren kann, die Infrastruktur nochmal umzustellen. Wir werden im Herbst sehen, dass die Produkte ganz anders aussehen werden, viel tiefer werden. Also da passiert viel für den Kunden, das ist gut. Und dann, je nachdem, wie lange es dauert, ist es vielleicht in 3 Monaten schon wieder soweit? Ist es in einem Jahr soweit? Ich weiß es nicht. Vielleicht dann geht es nach und nach wieder hoch. Niemand kann es sagen. Und das wäre auch vermessen, wenn ich da im Prinzip... Also auf der einen Seite ist es beruhigend zu hören, dass Bitpanda genug Cash-Reserven auf der Seite hat, um diesen Winter durchzustehen. Und auf der anderen Seite haben wir aber gehört, dass die Produkte erst im Herbst viel tiefer werden. Das bedeutet, dass ich erst davon ausgehe, dass im Herbst dann weitere Updates kommen für die Plattform. Aber es scheinen auf jeden Fall noch dieses Jahr ein paar Updates zu kommen. Vielleicht kommen mehr Staking-Angebote dazu. Vielleicht wird BEST 2.0 auch endlich ausgerollt mit den Bonus-Features, wo die Leute ein bisschen BEST kriegen, wenn sie einen Sparplan machen etc. Also da bin ich echt gespannt, was dieses Jahr noch auf uns zukommt. Das ganze Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ist auch. Kommen wir nun zu den neuen Coins, die auf Bitpanda gelistet wurden. Civic, Gitcoin, Diacoin, Casper und NKN. Das sind alle Neuzugänge der Woche. Die einzige richtige News, die es diese Woche gab, war, dass jetzt der Terra Luna Post-Attack Airdrop ausgezahlt wurde. Der Pre-Attack Airdrop ist noch in Bearbeitung, aber es liegt nicht an Bitpanda. Sie haben da einen ganzen Blogartikel dazu geschrieben. Kommen wir nun zum Hauptthema des Videos, wo ich auch die meisten Fragen dazu bekommen habe. Was ist los mit dem Markt? Und wir starten mit dem Bitcoin. Wir sind hier auf dem Binance, auf dem 1-Wochen-Chart. Und wir sehen, wir haben diese rote Welle jetzt einmal gebrochen mit einer grünen Kerze. Die nächste scheint auch jetzt wieder grün zu enden. Wir schauen uns das im Tageschart ein bisschen genauer an. Da sehen wir sind runtergedippt und jetzt geht es zickzack seitwärts. Nichts anderes haben wir uns erwartet. Momentan schaffen wir es noch nicht, aus der Akkumulationsphase auszubrechen. Es besteht auch noch immer die Chance, dass wir noch eine weitere Korrekturphase sehen und wir noch ein bisschen runterbrechen. Der Markt schwächelt durch die Inflation, durch die steigenden Zinsen und den Krieg in der Ukraine. Wie der Erik schon gesagt hat, da fällt erstmal alles. Dann geht es eine lange Zeit seitwärts und dann geht es irgendwann wieder los. Da die EZB jetzt die Zinsen anzieht, die Fed die Zinsen anzieht, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir uns jetzt so schnell megamäßig erholen werden. Ich glaube eher, wir werden jetzt noch eine längere Seitwärtsbewegung sehen. Wie lange es jetzt seitwärts geht, ob das jetzt 3 Monate, 6 Monate oder 2 Jahre sind, das kann keiner sagen. Da gibt es einfach zu viele Faktoren, die da mit einspielen. Zum Beispiel, wenn jetzt dann doch eine Einigung gefunden werden kann und sie in der Ukraine zum Verhandeln anfangen, dann könnte es sein, dass die Märkte auf einmal voll positiv darauf reagieren und gleich mal 10-20% hochschnalzen. Ja? Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von Verkaufen und dann wieder tiefer einkaufen, weil du weißt einfach nicht, wie tief geht es jetzt wirklich noch und es kann dann auch wieder schnell heraufgehen, als man sich das denkt und dann hat man verkauft, ist draußen, verkauft dann vielleicht kurz bevor dieser 20% Schub kommt, ja, und ist dann gezwungen, teurer wieder einzusteigen oder ist dann einfach aus dem Markt sozusagen rausgeschwemmt. Ja, bei BEST sieht es echt das Extrem aus, da haben wir jetzt das Jahrestief erreicht, ja. Da sind wir durch die 50 Cent durchgerasselt und jetzt pushen wir langsam wieder hoch. Vielleicht war das jetzt sozusagen der Dip und ab jetzt geht's rauf. Aber ich würde jetzt noch nicht darauf wetten, wie gesagt, solange der Bitcoin seitwärts geht, solange noch unsichere Anleger drinnen sind, da können noch ein paar Verkäufe kommen. Wir sehen auch, im Orderbuch liegt noch einiges. Der Support wird zwar hier unten immer stärker, also wir sehen, die Leute bauen immer mehr Orders in diesem unteren Stellenbereich auf, aber sind eher auf der Seite und warten erst ab. Ein paar haben wahrscheinlich jetzt hier schon den Dip gekauft. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das über die 50 Cent pushen und ein bisschen wieder seitwärts bewegen. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, im Aktienmarkt nennt man das die 50% Rule. Also wenn es so einen richtigen Run-Up gibt und es dann dippt und es ist eigentlich ein bullisches Asset, dann rennt es oft ungefähr auf die 50% wieder rauf, geht wieder runter, rennt wieder auf die 50% rauf, geht wieder runter.
weil die Anleger, die sozusagen den ersten Peak verpasst haben, in diesen Momenten dann verkaufen, dass nach so einer hohen Bewegung es dann einfach seitwärts geht, immer wieder ein Stück runterkommt, dann rauf geht, wieder runterkommt. Ich glaube, in dieser Phase befinden wir uns gerade und ich glaube, der Best macht jetzt nichts anderes. Also wir sind hier ein bisschen wieder raufgelaufen. Jetzt laufen wir wieder ein bisschen runter. Ich glaube, wenn wir dieses Level halten können, dann werden wir auch wieder ein bisschen ansteigen. Wenn wir durchbrechen, dann geht es Richtung 40 Cent. Dort finden wir aber dann wieder guten Support. Also ich glaube, alles, was unter dem 50 Cent Bereich ist, ist eigentlich für die Leute schon ein Kauf. Ja, ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie enttäuscht die Leute sind, dass Best 2.0 noch nicht da ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt das erklimmen und hier seitwärts rennen. Wenn die Enttäuschung groß ist, dass jetzt das Ganze noch bis Herbst sich alles zieht vielleicht, ja, dann können vielleicht auch noch Abverkäufe kommen von Leuten, die ungeduldig sind. Reines Bauchgefühl jetzt, glaube ich, werden wir langsam da wieder hochpushen über die 50 Cent und dann ein bisschen seitwärts verweilen, bis der Bitcoin auch wieder ausbricht. Aber das ist nur so mein reines Bauchgefühl. Schauen wir uns mal den Bantos an. Ja, hier sind wir am Bantos-Chart. Und man sieht ganz klar, die Leute sind auch ein bisschen enttäuscht, dass die Beta noch nicht draußen ist. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie in Q2 jetzt noch kommen wird. Wir sehen auch, da hat sich eine riesige Verkaufsorder aufgebaut bei 8 Cent. Ja, das sind 500.000. Würde jetzt auf einmal alles in den Markt hauen, würde den Preis auf 004 runterdrücken. Ja, und so länger sich die Beta rauszögert, desto eher habe ich das Gefühl, dass wir auch noch so ein bisschen runterkommen und von hier so verweilen. Je nachdem, wie ungeduldig derjenige hier wird. Es kann aber auf jeden Fall auch schnell drunter brechen, wie gesagt, wenn das alles auf einmal in den Markt verkauft wird. Im Gegensatz zur letzten Woche sieht auf jeden Fall das Orderbuch bei Best eindeutig besser aus als jetzt bei Bantos. Wir müssen auf jeden Fall beobachten, was der Bitcoin macht. Sollte der aus seiner Seitwärtsbewegung nach unten ausbrechen, wäre das kein gutes Zeichen. Dann glaube ich, dass beide Assets, sowohl Bantos als Best, auch noch ein Stück leiden werden. Sollten wir jetzt eine lange Seitwärtsphase haben, werden die beiden auch ein bisschen ausbluten. Aber ich glaube, dann werden wir nicht mehr so starke Dips sehen, wie sich das manche wünschen würden. Natürlich kann man immer Orders auf der Pro setzen und hoffen, dass sie gefüllt werden. Und wenn sie halt nicht gefüllt werden, dann löscht man sie wieder und kauft einfach so ein. Ja, interessant für mich wäre noch, wie ist eure Meinung jetzt zu Best und Bantos? Seid ihr jetzt enttäuscht, dass Best 2.0 noch nicht ganz ausgerollt worden ist und uns da noch keine Infos mitgeteilt wurden, wieso das Ganze nicht? Oder sagt ihr, ach, die machen das schon, im Herbst kommt noch was? Also wie ist eure Laune da? Und bei Bantos genau dasselbe. Seid ihr ein bisschen enttäuscht, dass die Beta noch nicht da ist? Oder sagt ihr, na, lass die lieber mal richtig machen und dann, wenn der Markt wieder startet, sollen die launchen und dann geht's richtig ab. Ich persönlich hoffe ja, dass sie an den ganzen Features weiterarbeiten und dann, wenn das fertig ist und der Markt wieder anzieht, wie aus dieser Seitwärtsbewegung ausbrechen, dass sie dann die neuen Features bringen, Stück für Stück, und dass wir dann diesen Boost wieder erleben. Ja, das war schon wieder von diesem Bitpanda Portfolio Update. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, genießt es, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.